Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Das erste Face-to-Face von Tyson Fury und Alexander Usyk hat stattgefunden. Es war nicht offiziell, also es war kein ja irgendwie großartiger Promo-Move für den Kampf oder sonst irgendwas, sondern die beiden haben sich zufällig getroffen. Und zwar gestern Abend in New York. Freundschaftlich sind sie sich gegenüber gestanden. War wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und ja, die beiden sind natürlich auch gute Kämpfer, die einfach den Respekt zollen, der halt gegeben sein muss. Denn sie beide wissen, was der andere jeweils halt geleistet hat in diesem Sport, und beide sind eigentlich respektvoll, wenn kein großartiger Trash-Talk vorliegt, außer Tyson Fury, der halt natürlich manchmal Grenzen überschreitet und wirklich raushaut, wenn er halt mal Bock dazu hat. Vasyl Lomachenko besiegt an diesem Abend Cormier im Madison Square Garden, und Usyk reiste natürlich mit, um seinen Landsmann zu unterstützen, doch auch Fury war in der Woche des 90. Geburtstags von Bob Arum vor Ort und gesellte sich zu seinem amerikanischen Promoter in die Arena. Während Fury mit Arum für Fotos posierte, nutzte Usyk die Gelegenheit, Fury zu fotografieren, was den Gypsy King dazu veranlasste, sich umzudrehen und seinen Schwergewichtskollegen zu umarmen und sich vorzustellen. Die beiden Männer wechselten kurz ein paar Worte, wobei wir nicht genau wissen, was gesagt wurde, aber es war wirklich sehr, sehr interessant. Anfang der Woche hatte Furys Trainer Sugarhill Stewart, der den Enkel von Muhammad Ali, Nico Walsh, auf der Karte hatte, den Weg zu Usyk gekreuzt und Fury schnell ins Telefon für FaceTime geholt, wo Fury dann zu ihm meinte: "Ich komme, Usyk, ich komme." Jetzt schaut euch mal gerne das Face-to-Face selber an, Freunde, es war wirklich sehr unterhaltsam und schön zu sehen, wie die beiden einfach so freundschaftlich gegenüberstanden. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da und lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Vielen, vielen Dank für den Support und jetzt viel Spaß bei diesem Video. I didn't think he'd come back.